weiter geht's heute mit dem Abschluss der Rookie, also mit der Rookie Toffee. Und schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Drive Club. Los geht's. So, wir haben insgesamt sind das heute 4 Rennen. Reiseplatzierung Top 3, das haben wir überall. Ne, nicht ganz. 3 Rennen sind's tatsächlich. Erste Rennen, Rundenzeit von 1,12 weniger. Dann das zweite Rennen, die Durchschnittsgeschwindigkeit von 153 km. Und dann erreiche ich eine Rundenzeit von 52 Sekunden beim letzten Rennen. Und dann die der Abschluss der Meisterschaft, Top 3 Platzierung der Meisterschaft und die 30 Punkte. Naja, auf geht's. So, mit dem Ding hat es ja nicht so wirklich funktioniert. Ich guck mal gerade, was haben wir denn hier? Den Audi, ja. Na ja, doch, der Audi, der sagt wohl am meisten gerade zu. Dann gehen wir trotzdem auf den Audi. Komm. Los mit Drive Club, das ist die Rookie Trophy, die heute uns ansteht. Also bei einer 12er Zeit, das ist nicht so viel. Ich glaube, das ist noch mal 12er. Ja, okay. 2 Runden mal. Haben sie mal nur 7er. Die Lücke ist aber ziemlich hier. Ja, lass sie am besten alle vorbei. Wartet! Okay! Jetzt haben wir kurz alle vorbeigezogen. Ich bin ins Rutschen gekommen, ich habe noch nicht mal die abgekommen, den Bus doch gekürzt. Ich bin aber auch frei und nehme halt einfach mal alles mit hier. Die Rundzeit schafft man nicht ganz. Aber auch noch zu viel zu tun gerade. Jetzt sind wir zumindest schon wieder 4er. Also schon wieder auf Kurs der Top 3 Platzierung, wenn es geht so ist. Auch. Vorbei. Und jetzt keine Absicht, da jetzt reinzuhalten. Weiter. Wieder falsch rausgekommen. Dieser schwarze Golf, der gewinnt, der hat aus dem Mist, die gewinnt schon wieder gegen mich. Das ist nicht wahr. Ich krieg die nicht gepackt. Die habe ich schon im letzten Rennen schon versenkt. Jetzt gewinnt sie schon wieder gegen mich. Ich komme nicht vorbei an der. Die kann sich gut verteidigen. Warum auch immer. Naja, Rundzeit von 2012 haben wir nicht geschafft, das ist 13.8. Aber ich komme nicht in dieses Rennen. Na gut, das gibt auf jeden Fall keine 6 Sterne. Schade eigentlich, ich hätte es gerne gehabt. Oder es ist sogar mehr gewesen. 2, 4, 6, 9 Meisterschaftssterne. Aber wir müssen es gucken, ein bisschen kriegen. Kriegen wir schon hoffentlich irgendwie das Ding hin. Ja, ja. Weil dafür muss ich sie jetzt im zweiten Rennen auf jeden Fall bügeln. Ich weiß nicht, warum ich den Golf zum Beispiel nicht spielen kann. Okay.
Aber hier geht es um das Geschwindigkeitsdurchschnittsduell. Das habe ich zumindest mal geschafft. So, wir sollen uns noch drei Platzierungen holen. Wir sind jetzt gerade aus zum Schleuding. Audi gegen Audi. Dass ich zu weit raus, dass ich hier nicht nochmal eine Strafe bekomme. Das wäre fast tödlich. Das war wahrscheinlich auf der Hauptgrund nochmal das Ding. Und nicht gewollt. Aber von Hennos ist es nicht zu sehen momentan. Vorne liegt Sofia Lopez. Soll mir aber auch persönlich egal sein, weil zu lange jetzt nicht die Hauptkonkurrentin ist. Aber ich will trotzdem mal Rennen gewinnen. Weil jedes Pünktchen mehr kann am Ende das Rennen sein. Der kommt aber ganz schön bewegt und das reicht aber, um in Führung zu gehen. Ich muss jetzt ein bisschen abblocken, damit ich nicht versenkt werde auf der Geraden. Das war jetzt mehr oder weniger hin und her, um das Rennen zu packen. So, einer zumindest ist nur 10. geworden. Das ist sehr gut eigentlich, weil wir ja jetzt 8 Punkte Vorsprung beim letzten Rennen haben. Vor Sofia Lopez, die eben uns so Druck gemacht hat. Die haben wir also geschafft. So, letzte Rennen. 8 Punkte, wie gesagt, Vorsprung. Wir bräuchten Minimum 7 oder 8, um es auf Nummer sicher zu gehen. Aber wir wollen sie natürlich packen. Also das, wenn wir nur Zweiter oder Dritter werden und nicht weit weg von hier sind, sind wir vorne. So, auf geht's. Es gibt ja 15, 12 und 10 und das ist im dritten Platz, wo das reicht. Das ist das große Ziel. Boah, der Schilder gibt's raus von uns. Aber das war die Betonwand. Diesmal sind es 3 Runden zum Abschluss nochmal. Der Rookie Trophy hier. Dann immer mal wieder diese gefährlichen Rutscher hier. Hier ist es nur die Top 3 Platzierung, die wir erreichen müssen. Und selbst da sind wir momentan ein bisschen weiter weg. Das war kein Razzi, sorry. So, jetzt gehen wir ran. Boah, Alter! Jetzt sind wir gerade aus der Tabelle, aus der Dings rausgefallen. Jetzt sind wir gerade komplett überrascht, hier den nächsten vorbeigehen zu lassen. Ich befürchte, dass wir es gerade nicht schaffen können. Weil wir momentan nur auf Platz 8 rumgucken und immer wieder so dicke Rutscher drin haben, die uns die Chance geben, da vorne zu fahren. Da ist Hannah Smith, die aber jetzt momentan nichts mit uns zu tun hat. Ich muss die Dreiergruppe hier vorne mal kassieren. Um zumindest die Zielvorgabe zu erschaffen. Letzte Runde. Der hat jetzt richtig wehgetan. So, mal ein bisschen früher auf die Bremse gehen, dass der Wagen nicht so extrem kaputt. Tom Brooks ist vor uns und das Auto davor ist, glaube ich, ein Golf. Das ist, glaube ich, die eben auch schon 2. oder 3. geworden.
Dritter. Boah, war das schlecht, ey. Das Turnier. Zweiter, erster, dritter. Also wir haben die ganzen Programme erreicht, aber da haben es trotzdem nicht auf die Reihe gekriegt. Der hat den noch kassiert, ne? Der hat den noch kassiert. 3, 4 Punkte Vorsprung. Aber es reicht. Um alle Vorgaben. Jetzt die Rundzeit haben wir nicht gekriegt. Ja, weil ich immer wieder weggerutscht bin. Alles andere ist egal. Wir haben es geschafft. Ach Gott sei Dank. Aber das war nicht gut. Ne, das war alles andere als gut und der Audi ist, glaube ich, keine Alternative. Oh, ein Lotus. Und ein Audi 8. Oh, geil. So, damit sind wir durch mit dem ersten Teil hier dieser Trophy. Weiter geht's heute Morgen dann mit der German Sport Series.